Hey Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Craft Attack. In der heutigen Folge möchte ich euch vorstellen, was ich gebaut habe. In der Zeit, wo nichts los war, ne? wo keine Action war. Ich habe gedacht, Essen ist erstmal wichtig. Deswegen das einfachste Essen, was man bekommen kann, ist das aus dem Meer, weil das wächst überall und man kann es einfach abbauen und sofort essen. Und deswegen habe ich mir gedacht, wenn ich hier oben auf dem Berg bin und immer runter muss ins Meer und das ganze Zeug dann wieder anbauen, abbauen und so weiter, ja, habe ich mir gedacht, ich mache eine Seegrasfarm, eine halbautomatische momentan. Wenn ich vielleicht mit Observern da eine Variante finde, kann ich dann auch eine vollautomatische Dried Kelp Farm machen. Also das ist Seegras, welches getrocknet ist. Und das ist ziemlich lecker und schmeckt auch gut. Und man kann daraus richtig guten Brennstoff machen, weil wenn man das hier hinpackt, guck mal, dann kann man einen Block daraus machen. Und das ist dann Dried Kelp Block. Und diesen Block kann man verwenden als Brennstoff und er brennt 20 Einheiten. Und das ist schon mal besser als eine Kohle, ne? Ein Block besser als eine Kohle. Und dadurch, dass es ständig nachwächst, ist es halt ein unendlicher Brennstoff sozusagen und ja, bringt ziemlich viel. Wie habe ich die Farm denn gebaut? Ich zeige es euch einfach. Ja, ich habe hier unten eine Öffnung gelassen, weil hier unten pflanze ich dann immer das Seegras an. Das sind Druckplatten, damit das Wasser nicht rausfließt. Die ganzen Blöcke sind Resource-Wasserblöcke, also keine, die nach unten fließen. Das ist ganz wichtig, weil, wenn man mal hier reinguckt, ne, das kann ich euch jetzt nicht zeigen, weil wenn man da reinguckt, dann fließt das Wasser raus. Auf jeden Fall habe ich dahinter überall Pistons und Redstone-Repeater. Das heißt, wenn ich möchte, dass es abgebaut wird hier, dann drücke ich auf diesen Knopf hier und das Ganze wird auf dem zweiten Block abgebaut und es schwebt nach oben. Weil in der 1.13 ist es ja so, dass das Ganze nach oben treibt. Alles, was im Wasser liegt, treibt nach oben. Ja, sogar Stein. So, ihr seht hier, die wachsen hier fröhlich bis zu einer gewissen, also bis hier hoch können die wachsen. Und wenn es unten abgebaut wird, wird alles andere auch abgebaut. Ich habe dann noch hier so einen Fließmechanismus eingebaut. Das heißt, es fließt hier hinten in den Graben. Und dann fließt es, Achtung, wow, wer hätte es gedacht, hier unten in den Dropper rein. Und da habe ich gerade 58 Stück. Jetzt gucken wir mal, nehmen wir die mal raus und gucken mal, ja, was jetzt bei rumkommt. Wir drücken mal und zack, ihr seht's, ne? Jetzt ist das ganze Zeug am nach oben treiben. Oh, oh, da muss ich, oh. Fehler entdeckt, da muss ich das zulassen hier, tatsächlich. Aber okay, guck mal, ja, plus die, warte mal, ich hatte hier 58. So. Also, da hatte ich jetzt 25 Stück rausgekriegt. Es war aber auch nicht alles bis nach ganz oben gewachsen. Von daher ist es auch vollkommen in Ordnung. Das können wir jetzt nämlich hier reingeben. Machen wir das spaßeshalber einfach mal so. Und können 20 Einheiten davon brennen mit einem Mal. Und das finde ich ziemlich genial. Leute, wie findet ihr diese vollautomatisch? Nein, sie ist halbautomatisch, weil ich einen Knopf drücken muss. Wenn das automatisch passiert, dann wäre es, ja, vollautomatisch, wenn es automatisch passiert, dann ja, ihr wisst, was ich meine, ne? Was ich als nächstes machen möchte, wäre dann, ja, ich glaube, ich will das lieber so machen, dass ich die nicht automatisch, ich bin gerade am überlegen. Ah, gut, lassen wir es einfach mal dabei, ne? Guck mal, Leute, da kommt richtig viel bei rum. Das ist cool. Jetzt habe ich auf jeden Fall unendlich an Essen. Es macht zwar nicht viel satt, aber ich habe viel davon. Und das finde ich genial. Leute, ihr glaubt nicht, was mir gerade passiert ist. Hier, oh. Ich werde gerade angegriffen von den Phantomen. Das sind ziemlich, ziemlich viele. Die müssten aber gleich anfangen zu brennen. Ich werde mich ganz kurz mal hier einbauen. Leute. Aua! Fuck, Alter! Scheiße. Moment. Ich werde mich mal ganz kurz hier in die Tiefe eingraben. Ich habe gerade auch nichts zu essen. Ah doch, ich habe was zu essen. Haha, ich habe ja die automatische Seegrasfarm. Allerdings ist das Ding, Leute, wenn die jetzt nicht bald weggeht, also, warte mal, ich will es euch zeigen. Wartet mal. Ich habe so eins gefangen. Ich habe eins gefangen. Mann, Leute, ich habe ein Haustier. Ein Phantom als Haustier. Ey, das ist echt geil, oder? Das ist echt legendär, Leute. Wie haben wir den genannt, Leute? Ich habe den ja mal auf dem VIP-Server gehabt.
wo wir nur eine Aquawelt hatten. Ich glaube, da hieß der Arschi, kann das sein? Das ist unser Arschi, Leute. Der ist hier am Start. Ich hoffe, der verbrennt nicht. Wo ist er denn? Sag bloß, er ist jetzt tot. Nein, da ist er. Guck mal. Hallo. Ach, cool. Ich muss da Glas außenrum bauen. Der darf auf keinen Fall verbrennen. Oh mein Gott. Ich feiere das gerade so extrem, ne? Boah. Huch, ich baue aus Versehen immer die Fackeln. Sind die anderen denn weg? Nice, die anderen sind tot. Okay, das ist perfekt. Ich habe jetzt das Phantom hier. Den Knopf kann ich zum Glück dann noch betätigen. Das ist sehr gut. Okay. Ich habe ein Phantom gefangen. Ups. Das ist nice. Ich habe jetzt ein Phantomhaustier. Okay, ich brauche jetzt Glas. Aus folgendem Grund, weil ich da Glas draus machen will. Wie kann man die denn fangen? Einsperren. Das ist echt cool. Ich hoffe, das lebt noch. Warte mal, wie heißt der denn? Arschi, ne? Lebst du noch? Ja, der lebt einfach. Oh mein Gott. Die, ja, Leute, ich glaube, ich lasse das lieber so. Weil ich habe dann unter der Erde, wenn ich da jetzt Glas hinmache, weiß ich nicht, ob der anfängt zu brennen. Das ist so das Ding. Leute, wir müssen den auf jeden Fall da drin lassen. Alter, wie geil! Ich feiere das gerade so extrem, ne? Wir brauchen unbedingt jetzt Glas, weil ich möchte gerne, nein, ich mache das nicht mit Glas, habe ich doch gerade gesagt. Also brauche ich gar kein Glas. Aber ich möchte das Gehege halt irgendwie geil machen. Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall eine Eisentüre. Vielleicht hätte ich jetzt einfach mal gesagt. Ich hoffe, der stirbt nicht oder despawnt. Ein Nametag wäre halt geil. Ah, mit Nametags würden die nicht despawnen, ne? Wenn ich mich jetzt auslogge, despawnt er dann. Ach Gott, Leute. Aber so könnte ich mir so ein Ding zulegen auf jeden Fall. Ich bräuchte auf jeden Fall ein Nametag. Alter. Ich weiß ja nicht, ne? Warte mal. Mobs. Warte mal. Despawnen. Phantome, wenn sie nicht verbrennen. Das finde ich jetzt eigentlich wichtig zu wissen. Oh Mann! Das ist unser Arschi, Leute. Kam hier noch was rein? Ja, also. Ja, es sind ja Mobs. Nur mit Name Tag nicht. Oder? Ich brauche einen Name Tag! Arschi, Mann! Leute, ich brauche einen Nametag, aber so schnell kriegt man doch keins hin. Oh, Mann. Ein Nametag wäre jetzt halt echt geil. Hallo, ich mag dich. Huhu. Oh Gott, das ist toll, ne? Also, der bleibt jetzt immer hier. Das ist mein Freund. Der darf hier nicht weg. Ich habe jetzt Angst, wenn ich mich auslogge, dass er weggeht. Oh, Mann. Ich will nicht, dass er weggeht. Das wäre traurig. Das ist mein einziger Freund hier auf diesem Server. Hallo. Ich nenne ihn Arschi. Du bist cool, weißt du das? Guck mal, wie er hier rumflattert. Aber wenn ich jetzt da rein... Oh, aua! Ja, guck mal, er beißt noch ein bisschen. Aber okay. Meinem Arschi darf keiner was tun. Das ist auf jeden Fall sehr geil, ne? Das ist... Aua! Arschi, nein, aus. Oh, das macht so Spaß, dem zuzugucken. Oh, Leute, ich bin am Überlegen, es auszuprobieren. Weil ein Nametag kriege ich jetzt so schnell nicht. Wenn ich jetzt weglaufe, despawnt er. Wenn ich mich auslogge, despawnt er auch. Im Prinzip müsste ich hier jetzt stundenlang warten, bis mir irgendjemand ein Nametag geben sollte. Aber naja. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Boah, diese Geräusche. Die sind schon sehr gruselig. Und ziemlich laut. Wo ist er denn jetzt? Da! Da oben! Hi, Arschi! Oh mein Gott! Ich feiere ihn. Hi! Wir sind Freunde! Vergiss das nicht! Okay, Leute, ich wage das Risiko. Ich werde mich ausloggen und dann gucken wir mal. Vielleicht funktioniert's ja. Leute! Es ist nach dem Stream und heilige Scheiße, Alter. Wer den Stream nicht gesehen hat, hat was verpasst.
Es war ein würdiger erster Craft Attack Stream, Leute. Falls es euch interessiert, es ist hier zwei. Na fuck, es ist spiegelverkehrt. Es ist 33.55 Uhr, wie ihr es sehen könnt. Nein, Spaß, es ist 55.33 Uhr. Nein, 22.33 Uhr, Leute. Und ja, es ist einiges passiert. Und zwar bin ich jetzt Mitglied beim Eisernen Pakt, Leute. Und zwar haben mich Revi, Petrit, Kattel und Gamers Time hier, Kevin, die haben mich dazu geholt und die bauen auch gerade hier, ne? Also da gab es einen richtig epischen Fight gegen die ganzen anderen. Ich habe mich im Stream auch ein bisschen mit Excel angefreundet und Leute, ja, leider ist hier der Arschi weg. Der ist despawned. Mit einem Nametag wird das dann allerdings nicht passieren, hoffe ich. Und ja, ich muss sagen, Leute, ich habe ja was geplant. Das Problem ist allerdings, ich kann nicht sagen, ob es auf einem Server funktioniert, weil diese Farm, ich weiß halt generell nicht, ob es auf dem Server funktioniert. Ich habe hier eine Creeper-Farm gebaut, die so aufgebaut ist. Und zwar funktioniert die so. Hier ist alles ein 13x13 Raum und wir haben da oben Trapdoors, Leute. Wir haben hier oben Trapdoors, die sorgen dafür, dass ein Creeper, weil der nur eine Höhe von 1,7 Blöcken hat, spawnt hier drin. Skelette spawnen nicht hier drin, Zombies spawnen nicht hier drin, eigentlich nur Creeper. Nur spawnen sie gerade nicht drin. Ich kann es euch gleich mal in einer Singleplayer-Welt noch zeigen. Die habe ich extra im Stream nochmal gezeigt. Und die Teppiche hier, die sind dafür da, dass keine Spinnen spawnen. Das heißt, es werden hier nur Creeper gespawnt. Und normalerweise hat man mehrere Etagen. Aber ich will jetzt erstmal gucken, ob überhaupt hier irgendein Creeper spawnt. Ob das überhaupt funktioniert. Weil dann habe ich richtig viel Gunpowder. Und das brauchen wir auf jeden Fall für Craft Attack. Und das finde ich richtig nice. Was ich übrigens auch noch machen muss, Leute. Und das werde ich jetzt gleich tun. Ich werde zu Balui fliegen. Und werde ihm sagen, dass ich ziemlich enttäuscht bin, richtig sauer bin, weil, Leute, ihr glaubt nicht, was er im Stream gemacht hat. Also, wer dabei war, der weiß es. Wer nicht dabei war, Leute, Balui hat mich während dem Kampf einen einen unehrenhaften Hund oder einen ehrenlosen Hund genannt. Leute, und das hat mich zutiefst verletzt. Das hat mich wirklich verletzt. Ich bin im Kampf, bin ich ausgelockt, weil ich war so entrüstet. Ihr müsst den Stream nachgucken, Leute. Das war echt nicht in Ordnung. Ihr könnt mal in die Kommentare schreiben, ob ihr das in Ordnung fandet, dass mich Balui so genannt hat. Ja, das war echt nicht cool. Das ist halt... Ja, Leute, ich war echt ein bisschen entrüstet, ne? Ich war echt ein bisschen traurig, weil von Balui hätte ich das niemals erwartet. Und er kämpft auch auf der anderen Seite. Er kämpft bei Unge und so weiter und so fort. Also, das ist halt, ja, wie soll ich sagen, ne? Also, das macht mich schon ein bisschen traurig, weil, Leute, ihr wisst doch, ne? Team Baba und so. Das ist halt einfach extrem, wie soll ich sagen? Schade. Das ist wirklich schade, weil... Balui ist eigentlich, ne, meine bessere Hälfte hier in Minecraft. Na, ihr wisst Bescheid, Leute. Balui habe ich schon so viel durchgestanden. In Craft Attack 4, in Craft Attack 5, in Empire. Jetzt spielen wir gerade zusammen Raft. Das solltet ihr euch unbedingt mal angucken. Raft mit uns beiden ist extrem witzig. Aber hier in Craft Attack 6 hat er mich so von beleidigt, Alter. Leute, ich habe schon ein bisschen geweint. Und ich habe Schluck auf. Naja, auf jeden Fall bin ich Mitglied beim Eisernen Pakt. Die Aufnahmeprüfung war Early Boy zu töten. War für mich ja kein Problem. Oh, da war Riol. So, jetzt müssen wir mal gucken, weil Balui wohnt in Richtung 64. Warte mal, er hat gesagt 64. 64, das ist hier. Und dann minus, warte mal, 500. Das heißt, ich muss... warte mal, nein, stopp. Minus 500, das heißt, ich muss in diese Richtung hier fliegen, einfach mal. So. Okay, fliegen wir in die Richtung, bis wir Balui finden. Wir müssen die Chestplate ausziehen. Wupp. So, okay, funktioniert alles. Lol. Minus 500. Hä, der hat mich voll angelogen. Der wohnt hier gar nicht, der Lümmel. Balui, Mann. Hä?
Er hat mir vorhin noch die Koordinaten gesagt in unserer Raft-Aufnahme. Das macht mich jetzt noch trauriger. Hat er mich etwa gescammt? Alter, wo wohnst du? So, Leute, ich weiß jetzt, wo Baloui wohnt. Ich habe mir seine Folge jetzt extra nochmal angeguckt. Warte mal, Schneebiom. Wo ist das Schneebiom? Ich muss mich am Schneebiom orientieren. Und dann sneaky vorbeigehen. Habe ich denn die Schilder dabei? Ja. So, ich muss hier zwischendurch irgendwie. Deswegen gucken wir jetzt mal. So. Er hat gesagt, nicht die Bäume streifen. Einfach hier zwischendurch fliegen. Oh Gott, das wird sau. Das ist sau schwierig. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Der wohnt ja am Arsch der Welt, kann es sein? So, aber ich hab's gefunden. Endlich weiß ich, wo Baloui wohnt. Baloui und Katze, das ist gut. So. Okay, 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 okay. Sehr schön. Huch. Okay. Hallo, ich bin Basti. Ich backe im Boden. Okay. Scheiße, Alter. Ich klick. Oh nee, und da noch ein Mini-Zombie. Alter, dein Ernst. Dein fucking Ernst. Ich klitsche hier rum. Und dann noch so ein Mini-Song. Oh, jetzt geht's. Tür zu. Oh Gott. Okay. Hi, ihr. So, jetzt machen wir hier erstmal einen fetten. Oh, scheiße, Mann. Komm halt rein. Ich schlag dich halt. So, komm. Alter. Der Server erlegt. So, okay. Alles gut. Alles gut. So. Okay. Hi. Plauli. Nein. Hi, Mauli. Ich bin stinke sauer. Du hast mich ehrenloser, dreckiger Hund genannt. Das ist ein Verrat unserer, unserer Freundschaft. Was ist mit, Team Baba? Willst du das wirklich aufgeben? Ich erwarte bis Dienstagabend 20 Uhr eine Entschuldigung auf meinem Grundstück. Sonst wirst du büßen. Grüße, Basti. So, Leute, haben wir das gemacht. Das würde ich sagen, klopp mich hier bei denen mal in der Bude aus. Und vielleicht kriegen wir dann irgendeine Überraschung zustande, wenn ich mich dann einlogge und die sind plötzlich da. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen Like da. Ich würde mich freuen. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Und herzlich willkommen an alle neuen Abonnenten. Hi, was geht? Ciao.